Der Workshop lief gut. Wir hatten da relativ heterogene Teilnehmer und insofern ging es vor allem darum, am Anfang ein bisschen zu differenzieren, welche Themen bringen die einzelnen Teilnehmer mit, was soll eigentlich besprochen werden, wo liegen so die Kernprobleme der einzelnen Themenbereiche. Und das haben wir während des Vormittags gut hinbekommen und insofern, glaube ich, kann man sagen, dass die Teilnehmer relativ viel Informationen mitgebracht haben, woraufhin dann die Experten gut reagieren konnten. Wir haben Ergebnisse erzeugt und ich denke auch, dass man sie als gut bezeichnen kann. Es ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, welche Erwartungen die Teilnehmer mitgebracht haben, was insgesamt dann auch wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, es gab viele Inspirationen, es gab viele interessante Formulierungen von Problemen und auch 3-4 Lösungsansätze, die dann letztendlich auch als solche präsentiert wurden. Daneben gab es bestimmt relativ viele Ideen. Es ist immer schwierig, von gut oder schlecht zu sprechen, denn die Frage ist, wird es implementiert? Ist es dann wirklich auch eine Lösung, die den lokalen Akteuren einen Mehrwert bringt? Das sind Sachen, die muss man erst in den kommenden Schritten bewerten und es wird sich zeigen, wenn es dann implementiert wird.